Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir recht ausführlich über den Airbus A340-300 von Frau Merkel gesprochen. Und da fiel auch recht schnell auf, dass sich viele von euch sehr dafür interessieren, welche Flugzeuge die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums generell so auf dem Hof stehen hat. Wir schauen uns mal an, wo diese Flugzeuge herkommen, die da der Kanzlerin, ihrer Delegation und wichtigen Ministern zur Verfügung gestellt werden, wie alt die Dinger sind und welche Geschichte die mitgebracht haben. Viel Spaß beim Video! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und wir schauen uns jetzt mal die Passagierflugzeuge der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums an. Es geht also hier nicht um Eurofighter der Luftwaffe oder um die Transall oder den Airbus A400M, sondern es geht um die Flugzeuge, die man vom Ding her ja genauso auch in der zivilen Luftfahrt findet. Hier aber bei der Flugbereitschaft übernehmen sie eine besondere Aufgabe. Die Hauptaufgabe für so gut wie alle Flugzeuge in der Flugbereitschaft besteht dabei im sogenannten VIP bzw. im generellen Personentransport. Und natürlich unterscheiden sich alle Maschinen ein bisschen voneinander, haben entsprechende Zusatzaufgaben und die meisten von ihnen bringen auch eine recht interessante und vor allem etwas längere Geschichte mit. In der Flugbereitschaft gibt es aber selbstverständlich auch Helikopter, 3 Stück müssten das glaube ich sein. Die kümmern sich auch um den VIP und Personentransport. Wir schauen uns jetzt aber die Flugzeuge an und dann bleiben uns bei der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums 5 verschiedene Flugzeugtypen. Die Flugbereitschaft als solches gibt es bereits seit 1957. Mittlerweile haben die da eine ganz beachtliche Größe erreicht. Knapp 1100 Soldaten sind dort beschäftigt und die Aufgaben können da natürlich sehr, sehr vielfältig sein. Ist glaube ich völlig klar, dass die wenigsten, die dort beschäftigt sind, einen immer gleich aussehenden Dienstplan haben. Gerade wenn man da als fliegendes Personal arbeitet, dann muss man sicherlich ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringen. Die fliegen ziemlich sicher nicht immer die gleichen Ziele an. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Da gibt es dann die völlig klaren Aufgaben, wie zum Beispiel die völlig normale Abwicklung des Staats- und Regierungsflugbetriebes, was mehr oder weniger sicherlich einfache Passagierfliegerei ist, oder etwas speziellere Aufgaben, wie zum Beispiel Luftbetankungseinsätze oder Verwundetentransporte. Das kommt dann aber wahrscheinlich eher selten vor. Die bei der Flugbereitschaft machen das uns aber ziemlich einfach, um da als Laie auch einigermaßen den Überblick zu behalten. Denn wenn wir die Hubschrauber aus der Flotte der Flugbereitschaft erstmal kurz rausnehmen und uns nur um die Flugzeuge kümmern, dann können wir unterscheiden zwischen einer grauen Flotte und einer weißen Flotte. Allein durch die Farbgebung können wir dann schon erkennen, was die Hauptaufgabe des jeweiligen Flugzeuges ist. Und das ist jetzt auch gar nicht so schwer, in graue und weiße Flotte zu unterteilen. Denn jetzt, das können wir schon mal vorwegnehmen, kommen 14 Flugzeuge, die wir uns nach und nach angucken. Und zur grauen Flotte der Flugbereitschaft gehören alle aktuell aktiv eingesetzten 5 Airbus A310. Und das Ganze nennt man jetzt graue Flotte, weil, wer hätte das gedacht, diese 5 Airbus A310 jetzt eine graue Lackierung tragen. Auf allen Fliegern steht Luftwaffe drauf und wenn man die Dinger so sieht, dann denkt man schon, dass die ganz ordentlich was drauf haben könnten. 4 von den 5 A310 können auch tatsächlich etwas ziemlich Besonderes. Sie tragen nämlich das Kürzel MRTT. Das bedeutet Multi-Role Transport Tanker. Heißt erst einmal nicht viel mehr als Mehrzweck-Transportflugzeug, ein sehr schönes deutsches Wort, und dafür bekamen die zwischen 1998 und 2001 umgerüsteten Airbus A310 das Kürzel MRT. Seit 2009 tragen die Maschinen dann das Kürzel MRTT, weil man die Funktion für Luftbetankung dann an diesen Flugzeugen hinzugefügt hat. Wie wahrscheinlich überall bekannt sein dürfte, kamen diese 5 Flugzeuge nicht neu zur Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, sondern einmal dürft ihr raten, 4 der 5 Airbus A310 kamen von der Lufthansa. Diese Maschinen kommen also aus der Flotte, aus der ehemaligen Flotte der größten deutschen Airline. Fehlt also noch einer, der trug damals die Registrierung DDR Alpha Bravo Charlie. Und da merkt man schon, das war schon ein bisschen länger her. Dieser eine etwas besondere Airbus A310, das ist übrigens auch der Flieger, der nicht das Kürzel MRTT trägt, also kein Multi-Role Transport Tanker ist, diese Funktion nicht hat. Dieser eine Airbus A310 begann seinen Dienst tatsächlich im Oktober 1989 bei der Interflug, der staatlichen Fluggesellschaft der DDR. Das Ganze ungefähr einen Monat vor dem Mauerfall. Das heißt auch, dieser Flieger ist schon etwas älter, heißt aber nicht, dass die anderen etwas jünger wären, und so kommt man auf ein entspanntes Durchschnittsalter dieser 5 Airbus A310 von ziemlich genau 30 Jahren. Und das ist für Passagierflugzeuge schon ganz ordentlich. Tja, dieser von Interflug übernommene Airbus A310 kam im Jahr 1991 zur Flugbereitschaft und hat zum aktuellen Zeitpunkt etwas mehr als 200 Economy-Class-Sitze, kann man damit perfekt für den reinen Passagierbetrieb nutzen. Damit war das dann auch schon die graue Flotte der Flugbereitschaft, also die graue Flotte besteht nur aus diesen 5 Airbus A310. Vor einigen Jahren gehörten auch noch 2 A310, die mittlerweile aus der Flotte raus sind, zur weißen Flotte der Flugbereitschaft. Die trugen damals den Namen Konrad Adenauer und Theodor Heuss. Und diese Namen
haben, die begegnen uns gleich auch nochmal. Und die beiden Maschinen hatten vor den aktuellen A340 die Aufgabe des VIP-Langstreckentransports bei der Flugbereitschaft. Und den Konrad-Adenauer A310, den kennt man seit dem Jahr 2015, vielleicht als Zero-G-Airbus. Und der andere, der Theodor Heuss A310, der fliegt heute noch aktiv bei Mahan Air. Neben Iran Air eine gern genommene Fluggesellschaft für über 30 Jahre alte Airbusse. Diese beiden Flieger hatte man ab 2011 im Rahmen eines Modernisierungsprogramms aus der Flotte rausgeschmissen. Dafür kam dann ein neuer Theodor Heuss und ein neuer Konrad Adenauer, womit wir jetzt bei der aktuellen weißen Flotte der Flugbereitschaft wären. Zwei Airbus A340-300 mit um die 140 Sitzplätzen und Schlaf- und Konferenzräumen. Damit also mit einer VIP-Ausstattung. Diese beiden Flugzeuge übernehmen aktuell die Hauptaufgabe des VIP- und Personentransports auf der Langstrecke. Und selbstverständlich kamen auch diese beiden Flugzeuge nicht neu zur Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, sondern man hat sie nach knapp 10 Jahren Lufthansa-Passagierdienst von der größten deutschen Fluggesellschaft übernommen und baute sie dann aufwendig zu Regierungsflugzeugen bei der Lufthansa-Technik in Hamburg um. Das sorgt ja immer für ein bisschen Diskussionsbedarf, beziehungsweise ist der gern genommene wunde Punkt der Langstreckenflotte der Flugbereitschaft das Alter der Flugzeuge, weil der A310, der ging, wenn man so will, auf die 30 Jahre zu. Der A340, der jetzt eingesetzt wird, der hat bald die 20 Jahre erreicht. Also so ganz jung sind die Flugzeuge alle nicht mehr. Das finden viele immer total gerne mal sehr, sehr peinlich, dass die deutsche Regierung mit solch alten Flugzeugen durch die Gegend fliegt. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt der springende Punkt. Habt ihr bestimmt mitbekommen, dass die mexikanische Regierung, die hat da vor ein paar Jahren sich eine extrem luxuriös ausgestattete Boeing 787, einen Dreamliner, angeschafft, ein neues Flugzeug. Und auch bei Trump hat man das ja mitbekommen, der hat das ja auch alles schön auf Twitter kommentiert und da schön kurz und knapp seine Meinung zu abgegeben. Sowas kostet alles wahnsinnig viel Geld und das sorgte in Mexiko und auch in den USA für ziemlich viel Kritik. Und der gerade jetzt erst seit ein paar Tagen amtierende mexikanische Präsident, der verhökert diesen Staatsjet, diese Boeing 787 jetzt direkt mal wieder. Das ist alles immer völlig zu Recht, aber ein sehr heikles Thema mit diesen Staats- und Regierungsflugzeugen und ob das alles so sein muss, wie das da gemacht wird und praktiziert wird und ob man die Dinger dann auch so nutzen muss, wie der ein oder andere sie dann nutzt. Auch hier wieder Stichwort Trump. Das wird dann in den Medien dann wieder total toll ausgeschmückt, dass der eine Präsident jetzt den Flieger viel häufiger benutzt als der vorherige Präsident und so weiter. Da soll sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Aber in dieser Hinsicht bin ich dann ja vielleicht doch ganz froh, dass unsere Regierung sich mit etwas betagten und gebrauchten Flugzeugen zufrieden zu geben scheint. Worüber man sich meiner Meinung nach viel eher streiten kann, ist das Thema, dass wenn eines der beiden zur Verfügung stehenden Langstreckenflugzeuge Probleme macht, dass man dann scheinbar nicht genug Leute auf Standby hat, die das andere Flugzeug aktivieren und in die Luft bringen könnten. Und es gab in den letzten Jahren dann ja auch echt einige Vorfälle, über die man echt mal diskutieren kann, die das Image der deutschen Flugbereitschaft echt ganz ordentlich vermiest haben. Stichwort etwas zu private, etwas zu viele kostenlose Dienstreisen. Aber das ist dann natürlich auch ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Diskussion, aber da dürft ihr gerne mal eure Sicht der Dinge unten in die Kommentare schreiben und da freue ich mich sehr, ein paar Meinungen dazu zu lesen. Ja. Und es ist aber auch nicht so, dass die nur alte Flugzeuge oder veraltete Flugzeuge in der Flotte haben. Die beiden Flaggschiffe zum aktuellen Zeitpunkt in der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums sind dann aber in der weißen Flotte die beiden Airbus A340-300. Daneben gibt es für Kurz- und Mittelstrecken bzw. für sehr viel kleinere Delegationen zwei Airbus A319. Diese kamen übrigens zum Beispiel neu zur Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, die hatte man neu bestellt. Und die Flieger sind mittlerweile aber auch wieder knapp 10 Jahre alt, sind von der Ausstattung her aber durchaus vergleichbar mit dem Airbus A340, nur eben sehr, sehr viel kleiner, mit sehr viel weniger Platz und natürlich für kürzere Strecken ausgelegt. Nun hat die Flugbereitschaft aber noch ein weiteres Flugzeug aus der A320-Familie in der Flotte und das gerade erst seit wenigen Wochen. Die wird zum aktuellen Zeitpunkt quasi sogar noch eingeflottet. Die Bundeswehr hat, glaube ich, gerade erst vor 2 Tagen ein Video hochgeladen, wie Piloten bei der Bundeswehr ihr Landetraining auf diesem neuen Airbus A321 machen. Ist vielleicht mal ganz interessant, sich das anzugucken. Das Video packe ich euch, wenn ich dran denke, in die Infokarte mit rein. Ansonsten ist dieser A321 auch kein neues Flugzeug, kommt aus der Flotte der Lufthansa und hat mittlerweile auch fast 20 Jahre auf dem Buckel. Der übernimmt natürlich die gleichen Aufgaben wie auch der Airbus A319 in der Flugbereitschaft, nur dass man sich mit dem knapp 10 Meter längeren A321 einige Kapazitäten in Form von schlicht und einfach mehr Platz freischaufelt. Der Flieger ist einfach eine ganze Ecke größer. Ebenfalls noch recht neu, beziehungsweise einfach noch nicht so alt wie die anderen Flugzeuge, sind die 4 Global 5000 Jets von Bombardier in der Flugbereitschaft. Die hat man sich auch neu besorgt. Seit 2012 sind die in der Flugbereitschaft unterwegs und bieten mit knapp 13 Sitzplätzen für Passagiere nicht so wahnsinnig viel Platz, sind damit natürlich für kleinere Delegationen geeignet.
Aber es ist halt ein klassischer Business Jet, das heißt, das Ding hat richtig ordentlich Power. Mit knapp über 900 km/h kann das Ding über 15.000 Meter hoch steigen und dann auch über 9.000 Kilometer weit fliegen. Also damit kann man auch durchaus mal eine Langstrecke fliegen. Und das war damit tatsächlich auch schon die Weiße Flotte. Das sind also die Flugzeuge, die der Regierung bzw. wichtigen Personen aus dieser Regierung zu sicherlich meist dienstlichen Zwecken zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2020 sollen dann noch ein paar weitere ziemlich interessante Flugzeuge zur Flugbereitschaft stoßen. Und zwar soll der Airbus A330 ebenfalls mit dem Kürzel MRTT, also als Multi-Role Transport Tanker, zur grauen Flotte der Flugbereitschaft kommen. Der soll dann nach und nach den Airbus A310 ablösen. Ja, und das ist damit wohl keine sonderlich üppige, aber doch, glaube ich, ganz interessante Regierungsflotte, die wir da haben. Und ja, damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Punkte dabei. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video mitnehmen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Sicht der Dinge, eure Meinung zu dieser Regierungsflotte, zu vor allem den beiden A340 unten in die Kommentare. Freue ich mich sehr drauf. Und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.